Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Ja, hier in dem Bereich haben wir unsere Madagaskar-Buntfrösche. Wir haben jetzt drei oder beziehungsweise vier verschiedene Arten. Die Buntfrösche leben nur ausschließlich auf Madagaskar, ist eine Gattung mit 16 Arten und das ist quasi das Pendant oder die konvergente Entwicklung zu den süd- und mittelamerikanischen Feigefröschen. Die haben also eine ähnliche Lebensweise, sehen auch ähnlich aus, sind aber entwicklungsgeschichtlich eigentlich nicht miteinander verwandt. Diese Feigefrösche kennt man ja, die haben so ein sehr giftiges Hautsekret und da haben die Indios in Südamerika, die indigene Bevölkerung hat so ein Gift für die Pfeile gemacht, um auf Tierjagd zu gehen. Auch die Art Mantellas haben Hautgift, was aber nicht so potent ist wie das von den Feigefröschen. Nichtsdestotrotz sind alle Amphibien immer giftig, weil die Tiere leben in einem feuchten Milieu und die Haut würde sonst verpilzen. Deswegen haben die alle so ein antiseptisches, antifungizides, also ein Hautgift, was gegen Pilze und Bakterien wirkt, damit die Tiere einfach keine Hauterkrankung bekommen. Bei den Mantellas ist es aber zum Glück nicht so stark wie bei den Südamerikanern und wir haben hier diese ganzen Mantellas oder Buntfröschchen, weil wir die züchten wollen und dann in den Zoos verteilen wollen. Das ist eine Art, die nicht so häufig in zoologischen Gärten in Europa gepflegt wird und deswegen haben wir uns jetzt hier der Art angenommen. Die bekommen auch große Terrarien in unserem Aquarium unten. Da haben wir jetzt vier neue Terrarien, die jetzt gerade neu gestaltet werden. Da wird man in Zukunft die ganzen Buntfröschchen dann sehen können. Wir haben hier insgesamt vier von diesen Buntfroscharten. Wie gesagt, es gibt 16 Arten, die sich in der Färbung ein bisschen unterscheiden und auch so ein bisschen von ihrer Fortpflanzungsmethodik. Die hier sind von der Fortpflanzungsmethodik aber alle relativ gleich. Nach einer Trockenperiode kommt auf Madagaskar folgt dann die Regenzeit und während der Regenzeit pflanzen die sich dann in so kleinen Pfützen fort. Es gibt aber auch Mantellaarten, die zum Beispiel in so kalten oder in kühleren Gebirgsbächen ihre Eier ablegen. Und die sind aber von ihrer, Entwicklungsmethodik relativ gleich. Da haben wir einmal so eine schwarz-grüne Art, das sind die Madagaskar-Buntfrösche, so heißen die Mantella madagascariensis. Und wir haben noch zwei Arten, die sich auf den ersten Blick relativ ähnlich ansehen lassen, doch aber unterschiedlich sind. Einmal so eine grünere Art, das ist Mantella viridis, und eine mit blauen Beinen, das sind die blaubeinigen Madagaskar-Buntfrösche. Dann haben wir auch noch eine Art, da besorgen wir uns noch ein paar neue Tiere, da haben wir im Moment nur ein Tier von. Die sind wirklich knallorange, das ist das sogenannte Goldfröschchen, Mantella aurantiaca. Und die wollen wir in Zukunft halt auch mit mehreren, in einer größeren Gruppe halten und die dann auch fortpflanzen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.